sensibilisiert und auch emotionalisiert. Sie haben natürlich völlig recht, es gibt beide Lager. Man muss auch über das andere. Habe ich noch zwei Blitzer für Sie. Einmal B388 auf Höhe Bad Birnbach beim Parkplatz und in Hauzenberg bei. Aber was ist. Entscheidung könnte noch in diesem Halbjahr gefällt werden. Martin Gruber, Bayern 1 in Passau. Zwei Stallhasen sind in Landshut unfreiwillig mit ihrem Besitzer in die Stadt gefahren. Einer saß hinter dem Kühlergrill, der andere unter dem Motorblock. Ein Passant bemerkte die blinden Passagiere. Hinzugerufene Polizisten konnten Franzl und sinken auf bis zu 2 Grad. In Rosenheim momentan stark bewölkt 9 Grad. Morgen wird's dann windig und regnerisch bei Werten bis zu 10 Grad. Bahn München wegen eines Polizeieinsatzes am Hauptbahnhof kommt es auf der Stammstrecke zu erheblichen Verspätungen. Also, zu Hause Bescheid sagen, dass es dann da mal wieder ein bisschen länger dauert. Allen unterwegs, eine gute Fahrt nach Hause. Bayern 3. Die 2 für euren Fall. Dazu regnet es immer wieder kräftiger im Pinzgau, im Flachgau und im Tenningau. Einmal die Emissionen, die Geräuschemissionen und dann natürlich aber auch natürlich die Abgasemissionen. Und dadurch ist der beste Einsatz im innerstädtischen Verteilerverkehr. Spitze nach Deutschland kommt, um hier Wahlkampf zu machen. Ich glaube. And you asked me to stay over. I said I already told you. I think that you should get some rest. And you don't you bring me down today. Es gibt sich aber zuversichtlich. Und umso stärker gerade die Pkw-Industrie auch elektrisch fahrende Fahrzeuge hat, sprich große Mengen an Batterien, braucht dann unsere Batterien dann auch günstiger. Edward II. Und über die neue Theaterarbeit des geschassten Burgtheaterintendanten Matthias Hartmann. Kommen wir also erstmal zum Urteil im Pariser Kunstraubprozess. Stefan Koldorf, von bis zu 20 Jahren Haft für den Haupttäter war im Vorfeld die Rede gewesen. 8 Jahre sind es jetzt geworden. Also ein mildes Urteil? Diesen komponiert hat, dürfte er schon ziemlich selbstbewusst gewesen sein. Weil dieser erste Ton im ersten Satz seiner ersten Sinfonie, also die ersten Schritte auf sinfonischen... Katrin Bachauer. Vor wenigen Minuten ist die Sonne untergegangen, der Montag, der klingt trocken und freundlich aus. Und in der Nacht bringt der West... Come on, show me. Von 2 bis 2 mit Christian Zörtl. Afrika bislang unbekannte Zahlungen vom Weltverband FIFA erhalten haben. Die Entscheidung über die Austragung dieser WM fiel im Mai 2004. Jens Wolt. Des WM-Turniers 4 Jahre später in Südafrika aufgetaucht. Der Bild-Zeitung liegen demnach Ermittlungsakten vor, die eine Überweisung von mindestens 1,7 Millionen Euro aufweisen. Dieses Geld. Tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down.